Jo Leute, was geht? Willkommen zu Star Wars Outlaws. Vielen Dank geht raus an Ubisoft, die mir dieses exklusive Videomaterial zur Verfügung gestellt haben. Eine Stunde durfte ich vom neuen Star Wars Spiel Star Wars Outlaws sehen. Habe überlegt, wie gestalte ich das Video? Halte ich das neutral? Erkläre ich euch einfach nur die Story? Spoilere ich die Story oder versuche so viele Spoiler wie möglich zu vermeiden? Und. Und ich dachte mir, nein, ich werde einfach wie immer zu allem meinen Senf abgeben, sagen, was ich gut und schlecht finde vom Gesehenen und komplett meine eigene Meinung mit euch teilen. In der Schule habe ich gelernt, immer mit einem positiven Anfang, und das will ich hier auch machen. Das, was mir am wichtigsten ist, euch mitzuteilen, ist, dass es technisch, zumindest im Footage, was ihr hier seht, sehr gut aussah. Klar, ist nicht das schönste Game ever. Aber ich muss sagen, vollkommen okay und schön anzuschauen. Kay, das ist die Protagonistin, die hier spielt. Alle NPCs, die Städte, Landschaften, alles sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das nächste, was mir richtig wichtig ist, ist die Synchro. Die ist wirklich wieder mal richtig gut gelungen. Ich glaube, das ist also allgemein ein Ubisoft-Ding. Die Synchro ist auch hier wieder richtig gut. Und das gilt auch für die musikalische Untermalung. Man bekommt hier richtig, richtig feinstes Star Wars-Feeling. Also Augen und Ohren sind auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Technisch an sich ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Das kann sich immer auf jeder Plattform anders anfühlen. Aber zwischen Gebäuden, City und durchs Land cruisen gab es keine Ladezeiten, was ich sehr cool finde. Es gibt mega viele NPCs, da bin ich sehr gespannt, wie die sich verhalten. Und zumindest für Footage ist mir nichts Negatives bezüglich der Technik aufgefallen. Es gab keine nachladenden Low-Poly-Modelle, die extrem ins Auge gefallen sind. Keine leeren Gebiete in der Weitsicht. Alles tippitoppi, muss ich sagen. Doch, was ist mit dem Gameplay, der meiner Meinung nach Schlüssel zu einem guten Spiel? Es gibt Gunfights im Weltraum mit eurem Raumschiff oder mit Kai. Es gibt sowas wie Reputation, also Ansehen bei verschiedenen Syndikaten. Cooles Umhercruisen mit eurem Bike in der Welt. Und ein, zumindest auf den ersten Blick, interessantes Kartenspiel. Das finde ich alles super, sah spaßig aus und auch interessant. Was nicht so spaßig und interessant war, ist der Fakt, dass so gut wie 70% des Materials, was ich bekommen habe, aus Storygelaber, Stealth, also geduckt, versteckt durch die schlauchigen Areale laufen, und Klettern bestand. And Crimson Dawn is making moves. Ich habe euch am Anfang gesagt, hier sage ich euch, wie ich das persönlich finde, und sowas, das wissen die Leute, die mich kennen, ist in der Regel gar nichts für mich. Die Story, gerade mit der geilen Synchro, okay, gehört halt dazu, aber das Gameplay, das quasi nur aus Stealth und Klettern besteht, besorgt mich extrem, und ich hatte ganz, ganz böse Flashbacks zu Gollum, auch wenn es technisch gesehen alles gut aussah, aber Stealth und Klettern gar nicht meins. Und versteht mich hier nicht falsch, wenn es mal irgendwo eine Stealth-Mission gibt oder wenn ich irgendwo mal eine Wand hochklettern muss oder ein Seil hochklettern muss, das ist alles fein für mich. Aber das wurde halt hier echt oft und alles auch sehr doll so als Feature gezeigt, und das gefällt mir leider gar nicht. Und jetzt wartet ihr bestimmt jetzt auf diesen Banger, diesen What the Hell Moment, aber den gab's leider nicht. Keine Lichtschwerter, keine Jedis oder Sith oder sowas, kein Wow-Effekt, keine geilen Kämpfe. Also das, was ich hier an Kämpfe reingeschnitten habe, ist alles, was ich gesehen habe. Kein Looting, keine Erkundung, zumindest habe ich nichts gesehen, was schau dir die Welt an schreit. Die Landschaften sehen zwar cool aus, aber auch eine schöne Welt kann ziemlich leer sein. Es gab kein Croc-Feature, sowas wie aus Zelda, dass ihr irgendwelche kleinen Puzzles machen müsst in der Welt, um dann irgendeinen kleinen, eine kleine Belohnung zu bekommen. Keine Dungeons in der Welt, so Souls-Likes. Kein Riesenwurm, der irgendwie aus dem Boden kam, den ihr dann irgendwie bekämpfen müsst. Ich meine, das kann natürlich alles noch drin sein,
Weil, wie gesagt, ich hatte nur eine Stunde Footage. Aber zumindest mal gemessen an dem, was ich hier habe und was wir hier sehen, hält sich meine Vorfreude leider etwas in Grenzen. Weil, was bringt mir das schöne Spiel, das total langweilig ist? Am 30. August kommt Star Wars Outlaws raus für PC, Xbox und die PlayStation 5. Das Ganze spielt storymäßig zwischen Teil 5 und Teil 6 und ich werde für euch natürlich auch reinschauen. Ich bin ein absoluter Star Wars Fan und bin der Meinung, man sollte sich auch immer erstmal ein eigenes Bild davon machen. Kann natürlich sein, dass im Footage viel, viel weniger gezeigt wurde, als dann später im Spiel vorhanden ist. Deswegen lasse ich mich da auf jeden Fall erstmal selber überraschen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare über Star Wars Outlaws. Werdet ihr am 30. August selber reinschauen? Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr nichts zu Star Wars Outlaws Ende August verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. New card.